ins anderen Video. Diesmal wird es wieder so ein Vlog und ich dachte, es geht so in Richtung Herbstvlog, weil es wird jetzt langsam herbstlich und ich freue mich mega und ich hoffe, euch gefällt der Vlog und der Vibe und so. Okay, also wir machen jetzt einen Ausflug, so einen Familienausflug quasi und fahren ins Kino. Okay, ich liebe einfach diesen Cardigan, der ist von H&M, nicht Cardigan, was sage ich da? Sweatshirt, der ist von H&M und der ist so weich und aber auch so dünner und ich mag das voll. And by the way, die Uhr ist von Daniel Wellington diesmal. Die Ohrringe wieder von Ella Luisa und ja, wie gesagt, von H&M und die Tasche ist von Nordgreen. Und ich weiß nicht, wie kalt es wird, deswegen habe ich auf jeden Fall mir gedacht, ich nehme einen Schal mit und die Jacke hier, aber ich weiß nicht, ob ich die vielleicht im Auto lassen werde. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, also meine Eltern bzw. mein Vater wollte irgendwie so einen Familientag machen. Und deswegen schauen wir uns James Bond im Kino an, aber ich kann solche Filme nicht schauen. Ich war so, ah, wie so der Film, aber irgendwie ist heute Premiere oder sowas in der Art. Ja, ich freue mich. Mal gucken, wie es wird. Am schlimmsten Fall mache ich die ganze Zeit die Augen zu. So ist es bei mir immer bei solchen Filmen. Aber naja, freue mich trotzdem ein bisschen drauf. Danach gehen wir vielleicht noch ins Einkaufszentrum. Aber mal gucken, wie viel Zeit wir noch so haben, weil mein Vater muss noch arbeiten. Ich finde es so krass müde, oh mein Gott. Auf jeden Fall, der Film war nicht so ganz meins, aber es war okay. Er ging sehr, sehr lange, muss ich sagen. Und dann bin ich nochmal ganz kurz im Einkaufszentrum gewesen, weil ich lila Shampoo gebraucht habe. Und habe nochmal so ein Hemd gekauft und so ein Sweatshirt. Kann ich auch morgen nochmal angezogen zeigen. Ja, genau. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich filme nicht so gerne, wenn ich irgendwo weg bin. Weil, oh nee, ich weiß nicht, ist irgendwann unangenehm. Und jetzt bin ich eigentlich noch gleich verabredet mit einer Freundin. Aber mal gucken, ob sie dran denkt, weil die hat nur so einen Haken gerade auf dem Zap. Und ich dachte, sie schreibt mir dann jetzt gleich zurück, ob das noch klappt und so. Weil ich meinte, ich kann halt erst frühestens ab 7 Uhr und so. Ja, mal schauen. Aber dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen spazieren, weil die zieht jetzt weg. Ich bin so krass müde, ich gehe danach direkt ins Bett. Oh mein Gott, es ist einfach so kalt. Oh, ich friere voll. Dann habe ich mein Bett gemacht und danach gehe ich meistens runter. Also erstmal so auf die Terrasse, um an die frische Luft zu kommen, so herum. Und vorher mache ich mir aber immer noch mal meinen Kaffee, also schwarzer Filterkaffee meistens. Und mittlerweile mache ich mir auch mein Frühstück selber, was mega nice ist, weil konnte ich früher ja nicht so ganz. Manchmal macht es mir auch nochmal meine Mom, aber mittlerweile mache ich mir das eigentlich mit Brot oder so alles selbst. Und ich liebe ja Zwiebeln momentan mit Pesto. Ich finde das so eine geile Kombi. Und dann gehe ich, wie gesagt, auf die Terrasse. Es ist einfach noch gar nicht so hell. Also da geht doch so ein bisschen die Sonne auf. Und es sieht einfach so schön aus. Ich liebe es hier morgens. Und einige haben mich auch gefragt, was ich so den ganzen Tag mache. Und meistens bin ich irgendwie am Laptop, also entweder bei Social Media, irgendwas mit YouTube oder Kooperationen. Da nehme ich mir auch sehr viel Zeit momentan. Oder für Etsy, meinen Shop, die Vorlagen und so weiter. Okay, ich werde jetzt hier so ein bisschen aufräumen, die Sachen und meinen Kleiderschrank, weil ich habe alles reingeworfen. Also hier geht's ja echt. Aber wenn man hier hochschaut, dann ja, ich habe echt alles hingeschmissen. Und ich will das jetzt ein bisschen sortieren und die Sommersachen wegtun. Und eine Sache, die ich auch ziemlich häufig mache, ist dann eben aufräumen, weil ich ständig meine Sachen irgendwo hinwerfe. Und in den letzten Monaten hatte ich ja oft nicht so viel Motivation oder einfach Energie, um alles aufzuräumen und sauber zu halten. Ich glaube, so geht es auch einigen oder ging es auch einigen teilweise mit dem Lockdown. Aber mittlerweile geht es mir besser und deswegen kriege ich das eigentlich soweit auch wieder ganz gut hin. Und ich mag es halt einfach mega gerne, wenn alles sortiert ist soweit. Und gerade kommt ja auch der Herbst, das heißt, ich will neue Herbstklamotten kaufen und alte Sachen aussortieren. Ich möchte auch nochmal welche verkaufen, aber da muss ich nochmal schauen, wie ich das genau mache. Und ja. Okay, so sieht es gerade aus. Da oben liegt jetzt nur so ein paar alte Pullis. Dann habe ich hier meine Sweatshirts, Jacken und diese Hemden. Da habe ich auch gestern das hier geholt. Ja, und da sind halt meine ganzen Klamotten, die jetzt hier rumliegen. Also hier sind ja halt noch so voll viele Sommersachen. Die will ich jetzt noch einräumen und auf den Dachboden tun.
Und irgendwie war das so ein Tag, wo ich jetzt nicht so viel Konzentration hatte, sag ich mal. Also ich habe da jetzt nicht so gut geschlafen gehabt und dann war ich auch nicht sehr motivationslos und hatte jetzt nicht so viel Bock, irgendwas groß zu machen oder zu erledigen und so. Ich wollte aber trotzdem irgendetwas so schaffen, weil manchmal habe ich das Gefühl, es können auch nur so Kleinigkeiten sein, aber wenn man die erledigt hat, fühlt man sich einfach schon besser. Und an dem Tag war das dann eben, meinen Kleiderschrank aufzuräumen und es war eigentlich mega nice, weil da muss man nicht groß nachdenken. Ich höre dann gerne auch mal einen Podcast oder irgendwie so eine Serie dabei. Ja, so sieht es gerade aus. Ich habe so gefühlt so alte Sachen gefunden. In der Kiste hier werde ich jetzt Sachen reintun, die ich eventuell noch verkaufe, aber noch nicht jetzt. Also ich muss mir da nochmal Zeit nehmen dafür. Und da unten liegt jetzt noch das Zeug. Ich weiß gar nicht mehr, was in diesen Boxen drin ist. Und das ist doch mein Kuchen vom Geburtstag. Den wollte ich jetzt auch mal auflösen. Okay, jetzt werde ich hier mal die ganzen Sommersachen rausholen. Also T-Shirts, die ich jetzt nicht mehr anziehe. Okay, und die Sommersachen kommen jetzt hier rein. Und momentan gehe ich jetzt nicht zur Schule und Uni kommt ja auch erst nächstes Jahr. Aber was ich auch gemacht habe, teilweise gerade während der Schulzeit, war, wenn ich irgendwie was lernen musste und gar keinen Bock hatte, dann habe ich mir auch gerne mal so ein YouTube-Video irgendwie angemacht, zum Beispiel von Mr. Wissen to Go. Und klar, es ist besser, wenn man sich das auch so komplett ansieht und währenddessen Notizen macht. Aber manchmal hilft es auch schon so ein bisschen ins Lernen reinzukommen oder produktiver zu werden, wenn man irgendwas Neues lernt. Und da kann man halt, wie gesagt, einfach mal so ein YouTube-Video anmachen oder so einen Podcast. Da gibt es auch so mega coole Sachen dazu. Also ich hatte jetzt auch einen gehört zum Thema Investment und ich finde auch solche neuen Anreize, wenn man irgendwie was Neues lernt, ist auch mega die Motivation, zumindest für mich. Und dann habe ich einfach auch mehr Bock, wieder irgendwas zu machen an meinem Tag und keine Ahnung, habe so neue Ziele vielleicht in meinem Kopf oder möchte mich einfach generell so ein bisschen weiterbilden, aber einfach in Bereichen, die mich interessieren und was ich so gerne freiwillig mache. Und hier sind jetzt auch so Tops, aber die werde ich nicht wegtun, weil ich finde, man kann es auch mega gut mit solchen Sweatshirts und Pullis kombinieren. Und deswegen lasse ich die noch hier. Okay, also das sind jetzt die Sommersachen, die möchte ich gerne auf den Dachboden tun. Okay, Leute, ich bin jetzt eigentlich fertig. Und hier habe ich also meine ganzen Klamotten, also eher so, keine Ahnung, Jeansjacke. Hier ist so ein Sweatshirt, da ist ein Hemd. Und dann trage ich mega gerne diese Sweatshirtjacken. Und hier oben habe ich einmal so Pullis, dann Sweatshirts und so alte Pullis. Also die links, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich die noch behalten werde. Hier sind so Hosen. Das hat jetzt irgendwie doch länger gedauert, als ich dachte. Aber ich bin fertig geworden. Und dann habe ich mich wieder an den Laptop gesetzt und wie gesagt, zum Beispiel hatte ich mal so einen Podcast angehört zum Thema Investment, weil ich da auch bei so einem Online-Webinar war und das ist so der andere Teil, den ich momentan mache, weil ich möchte gerne so auch Sachen dazulernen, für die ich mich halt interessiere und wo ich einfach denke, das kann mir auch noch was für meine Zukunft bringen oder auch gerade fürs Studium zum Thema Lernstrategien und Organisationen und ich weiß nicht, ich möchte das ja halt auch so dafür nutzen, weil ich einfach ja die Zeit habe momentan und ich das auch mega gerne mag. Und wenn ihr wollt, dass ich über manche Themen da auch spreche, könnt ihr auch gerne da nochmal kommentieren, dann gucke ich mal. Machst du denn hier? Ich bin jetzt mal auf der Terrasse. Ricky ist da. Nicht wundern, ist nicht meine Katze, sondern die von unseren Nachbarn. Aber die kommt immer wieder auf die Terrasse bei uns zum Kuscheln irgendwie und dann ist sie auf meinem Schoß und ich freue mich jedes Mal so krass, weil sie ist so wahnsinnig süß. Aber ich liebe es echt. Es sieht so schön aus, aber es ist ziemlich kalt. Und dann war auch schon abends und ich habe dann mein Bett gemacht und ich habe auch meine Abendroutine mittlerweile so ein bisschen verändert und dazu kommt aber auch ein Video und zwar genau in einer Woche. Da war mein Tryptophan, das habe ich dann nochmal genommen, damit ich besser schlafen kann. Und dann habe ich mich auch schon hingelegt und habe so ein bisschen mit dem Journal angefangen. Und mir ist halt so in letzter Zeit aufgefallen, dass ich wieder mehr so in diese Produktivitätsschiene reinrutsche, aber dann, dass ich so Tage habe, wo ich so sehr, sehr viel mache, weil es mir auch einfach wahnsinnig viel Spaß macht oder ich sehr viel unternehme und so und einfach in so eine Art Flow bin. Und dann habe ich aber immer so Tage, da läuft dann gar nichts, weil ich einfach fertig bin und einfach viel zu viel gemacht habe und so gut wie gar keine Pausen. Und das hatte ich schon ständig in der Schulzeit gehabt. Und ich muss unbedingt einfach daran arbeiten und es in den Griff bekommen. Und hat auch soweit eigentlich ganz gut funktioniert in den letzten 2 bis 3 Wochen, weil ich mir das immer so in Zeiten eingeteilt habe. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, die letzten Tage habe ich mich da wieder nicht so ganz dran gehalten. Und daran möchte ich halt arbeiten und auch, dass ich so mehr wertschätze, was ich so erreicht habe über den Tag.
Weil ich habe das Gefühl, irgendwie an manchen Tagen vergisst man relativ schnell, was man so alles erledigt hat. Und es können halt wirklich auch so Kleinigkeiten sein, wie seine Pflanzen zu gießen oder genug getrunken zu haben, sein eigenes Essen vorbereitet zu haben oder seine Hausaufgaben zu machen. Und ich habe das Gefühl, manchmal denkt man, okay, die letzten Tage habe ich mehr erreicht und heute nicht so. Das heißt, ich fühle mich so, als ob ich fast gar nichts erreicht hätte. Aber man muss ja auch bedenken, man hat nicht jeden Tag gleich viel Energie und Kraft und so weiter. Und indem ich eben abends nochmal reflektiere oder mir das eben so gegebenenfalls auch nochmal aufschreibe in meinem Bullet Journal, registriere ich das halt viel mehr, was ich so an dem Tag geschafft habe. Und dann ist man ja auch, glaube ich, so ein bisschen stolz, dass man das so geschafft hat. Und ja. Nächster Tag, ich habe mein Bett gemacht und an dem Tag hatte ich eben vor, nochmal ins Café zu gehen mit zwei Freundinnen. Das war so der Plan und ich muss sagen, ich war echt extrem müde. Ich habe keine Ahnung wieso. Nicht vergessen zu trinken, Leute. Erstmal habe ich natürlich dann auch wieder ein bisschen aufgeräumt und mein Bett gemacht. Einfach so ein paar Kleinigkeiten, mit denen ich mich dann einfach viel besser fühle, so in den Tag zu starten. Habe ich jetzt auf jeden Fall gemerkt, weil ich habe auch ein bisschen gebraucht, um mir so eine Routine festzulegen, quasi jetzt nach der Abi-Zeit und nach der Schule. Also ich habe hier einfach den Cardigan genommen, dann so einen Spitzen, wie nennt man das, Bustier, BH, keine Ahnung. Und nochmal so ein Unterhemd und ja, dazu nochmal die Ohrringe von Annalisa. Okay, ich bin jetzt mittlerweile wieder zurück, ist auf jeden Fall mega schön. Ich war komischerweise sehr müde, obwohl ich genug geschlafen habe, naja. Und wir waren drinnen, es war also nicht so kalt, wobei die haben irgendwie gelüftet und was ist und so. Irgendwie habe ich schon die Jacke angehabt, dann wieder aus und wieder an, keine Ahnung. Genau, und jetzt ziehe ich mich nochmal kurz um und gehe raus. Dann habe ich mir an dem Tag meinen zweiten Kaffee gemacht. Mache ich eigentlich nie, aber ich war echt krass müde, wie gesagt. Keine Ahnung wieso. Vielleicht weil die letzten Tage so ein bisschen stressiger waren und dann habe ich das irgendwie einen Schlaf gebraucht. Aber ich habe einen Kaffee gemacht. Hat schon gepasst. Ich habe danach die Nacht darauf, jetzt wo ich das bearbeite, nochmal sehr gut geschlafen. Und ja, ich habe mir dann halt einfach meinen Kaffee gemacht. Ich liebe es ja echt. Das gehört zu meiner Morgenroutine dazu. Da kommt auch bald noch ein Video. Und falls ihr irgendwelche Videowünsche habt, dann schreibt das auch mal gerne in die Kommentare, weil ich bin momentan so ein bisschen am Gucken, in welche Richtung ich gehen möchte. Nächstes Jahr kommt ja auf jeden Fall auch wieder mehr Study-Content zu meinem Studium. Ich lerne ja aber auch momentan so in meiner Freizeit, aber halt über andere Themen. Das heißt, da würde ich ja auch gerne so vielleicht ein paar Infovideos machen, wenn ich da irgendwas interessieren sollte. Also schreibt da gerne nochmal rein, wenn ihr möchtet. Ich habe übrigens noch so ein Reel gemacht im Café. Ich wollte euch das ganz kurz zeigen. Okay, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinen weiteren Videos vorbeischaut und dann bis zum nächsten Mal.